Yo, moin Bitches in Hands Up. Wir sind hier mal wieder beim neuen Let's Play von Terraria. Ich grüße euch. Ja, was gibt's heute zu machen hier? Ich hoffe doch mal, ihr hört den Ingame-Sound. Das wäre nämlich sonst. Warum höre ich da jetzt nichts? Ah, jetzt. Jetzt hören wir was. Gut. Dann geht's los. In dem Part wollte ich in die Höhle. Der erste Part ging jetzt nur zur Einführung. Da musste ich jetzt eigentlich nicht sehr viel reden, weil ihr das Terraria drumherum alles ja schon kennt. Unterstelle ich euch jetzt einfach mal, dass ihr jetzt keine Hilfe braucht, hier reinzufinden. Wieder da, wenn ihr hoffentlich schon die anderen neuen Parts davor gesehen habt. Wenn nicht, ist das euer Problem, weil ich habe ja den Rest davor gezeigt. Und deswegen denke ich, das reicht hier auch komplett als Einführung. Oh, hey, Motherfucker dieser Welt. So, hier haben wir mal eine Fackel noch hin. Und dann geht's weiter runter. Ich glaube, ich habe mehr Stein als Erde. Das ist ja wenig der Fall. So, komm. Stück für Stück runter, dass wir auch wieder hochkommen. Jetzt brauche ich eigentlich keinen mehr hinsetzen. Gut. So, und unten sind wir. Toll. Jetzt brauche ich, jetzt müsste ich mich hier wieder durchbuddeln. Und hier unten wieder zubauen, damit wir hier ja nicht runterfallen. Okay, ich kann anscheinend nur auf Erde platzieren, oder? Ja. Das hier drüben ist nichts. Und hier unten haben wir jetzt so eine Qualle. Wo ich jetzt sagen würde, wir machen uns jetzt einfach mal hier den Weg frei und erlauben es uns, na komm, hier mal ein wenig mehr Platz zu machen. Und dann kann ich auch vom Wasser wieder hier rein, oder eher gesagt, ins Wasser. Habe ich hier oben noch ein bisschen Wasser durchgelassen. Jetzt kann ich hier auch noch eine Fackel hinsetzen. Kupfermünze, aha. Liegt einfach mal nur so hier rum. Na komm. Hätte ich das hier drüben erkundet. Jetzt mache ich einfach mal so schlau wie ich bin, grabe ich mich jetzt einfach mal hier noch durch. Dann muss ich nicht hier rüber laufen. Und das Ganze drumherum. Das dauert jetzt zwar wieder ein Weilchen, damit ich mich lieber hier unten durchmache. Na komm. So. Jetzt geht's hier runter. Wo hier unten ein Goldfisch rumläuft. Warum auch immer Goldfische laufen können. Das ist jetzt ein Wasserfall mit unerschöpflich viel Wasser. Nee, oder? Nee. Der muss jetzt nicht unbedingt hierher kommen, ne? Ich
habe jetzt irgendwie keinen Bock. Na komm, hauen wir dich ins Wasser. So könnte ich das tagelang machen. Bis wir die ganzen 48 runter haben. Na komm. Fünf, vier, drei, zwei, eins, bäm. Ah, war es anstrengend. Aber dafür gibt's hier unten wieder Rohstoffe noch und nicht her. So. Na komm. Bau ab. Lettohr. Mal schauen, was sich dann oben an der Oberfläche damit machen lässt. Da muss es ja bestimmt auch einige sehr viele Möglichkeiten geben. Drüben sind wieder solche blauen Quallen. So, na komm. Irgendwie muss ich das Wasser ja irgendwo abfließen lassen können. Irgendwie so. Ich mach mir erstmal hier eine Fackel ran. Damit ich hier sehe, wo es lang geht. Aber hier ist es anscheinend ein großer See. Wo ich mich jetzt anscheinend hochbauen muss hier. Wo ich jetzt einfach mal Stein nehmen. Da unten ist jetzt ein roter Slime. Oh, da kann sich erstmal. Mit dem schere ich mich erstmal einen Dreck. So. Da kommt jetzt eine Fackel hin. Und jetzt wird wieder Rohstoff geholzt. Wir holzen und holzen. Und da oben sehe ich, ist die Oberfläche. Oder? Ne, das ist noch eine andere Qualle. Dann gehen wir weiter hier rüber. Hier scheint ja sehr viel Wasser zu sein unterirdisch. Und hier ist dann auch Endstation. Gut. Aber in das Wasser hier runter will ich jetzt nicht, deswegen mache ich jetzt da hoch. Gut, dann müssen wir uns jetzt einen Weg da rüber. Genau, so. Nochmal, damit wir ein bisschen Licht haben. Ein Goldfisch, der laufen kann. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Mit dem kann ich mir aber bestimmt eine schöne Suppe machen. Eine Fischsuppe. Klingt doch schon mal lecker. Und da drüben sehe ich irgendwas, was ich von... Ja gut, das ist normales Stein, oder? Ja. Normales Stein, normaler Stein. Aber hier drüben schaut's... Ne. Doch. Ja. Silbererz. Da muss man immer ein bisschen graben. Man findet es manchmal muss man auch wirklich ganz lang suchen. Aber je tiefer man kommt, desto mehr Erze kommen auf jeden Fall. Man weiß bloß nicht immer, was für Erze kommen. Man findet wirklich manchmal auch Übermengen von... Oh nein. Wurm! Alarm! Ich hasse Würmer. Diese Dinger sind wirklich scheiße. Und jetzt kommt hier auch noch so ein Teil. Ein Zombie mit 55 Leben. Da
werde ich garantiert drauf gehen. Ich weiß nicht, wie viel Leben das scheiß Wurmvieh hat. Der kommt irgendwann nochmal hier hoch. Na, die Dinger hasse ich. Wie die Pest. Aber das Ding ist gleich tot. Und hier oben steht einer im Regenmantel. Ein Zombie mit Regenmantel. Na! Ich könnte ausrasten. Gut, Kupfermünze, so. Genau das hasse ich an der Tiefe. Da die ganzen Monster herkommen. Na komm, Zombie, komm runter. Der hat anscheinend mehr Durchdringungsvermögen als ich. So, ich wurde getötet. Brutal seziert wurde ich. Richtig lecker. Gut. Dann spawne ich jetzt hier oben. Wo es regnet. Und ich am besten ganz schnell zu meinem Haus hinmache. Gut, ich habe meine ganzen Rohstoffe und Zeug alles mitgenommen. Die Grabsteine sehen ja auch toll aus. So, sind die eigenen Innereien herausquellen. Ja, ich kann jetzt auch einfach hier draufschreiben. Atmok ist der Oberbabu. Ihr seht jetzt noch andere Viecher. Das sind zum Beispiel irgendwelche Flying Fish. Fliegende Fische. Wie kam der hier rein, Alter? Nee. Ah. Nee, ich hasse die Viecher. Umbrella Slime. Ich krieg die Tür nicht zu. Ach doch. So. Jetzt hab ich die Tür zu. Auf jeden Fall kann man die Schilder dann noch umändern. Also, Atmok ist Oberbabu. Schreiben wir es einfach mal drauf. Atmok ist der Oberbabu. Oberbabu. So. Zack. Sparen. So. Jetzt kann man hier drauf gehen. Atmok ist der Oberbabu. So. Habe ich jetzt ein schönes. Gut. Und dann kann ich jetzt mal meine ganzen Kisten hier platzieren. Mein Mikro haut mich mal ab. Müsst ihr wissen, ich habe so ein Binsenteil von Microsoft. Ist auch nicht mehr das Beste. Aber gut, so. Und dann hauen wir mal rein. Was ist Living Room? Das mache ich jetzt nochmal. Kann platziert werden. Okay. Das bringt mir jetzt was. Das ist wirklich Living Room genommen. Leaf Wind verlässt den Ort. Wir probieren es mal aus. Das bringt jetzt wirklich was? Nicht so richtig. Ich habe die Funktion, muss ich mal noch erforschen, herausfinden. Es ist ja jetzt anscheinend Tag. Und die ganzen Viecher kommen hierher.
Ich hoffe mal, man hört mich trotzdem noch, trotz dass mein Mikro jetzt hier einen Abgang macht. Gut. Dann, was haben wir noch? Also, Matschblock brauche ich nicht. Warum kann ich das nicht weghauen? Gut. Wir bauen uns eben hier auf. So, Glibber. Können wir... Na komm. Das lackt immer so. Ganz viele Fackeln machen. So. Dann, was haben wir noch? Diese ganzen Tränke und so weiter. Living Wood Chest. Kann platziert werden. Dann platzieren wir sie doch einfach. Hier hin. Und die hat genauso viel Platz wie die anderen auch. Bloß sie heißt halt Living Wood Chest. So, gut. Dann haben wir die ganzen Tränke. Die Flaschen brauche ich nicht. Schuhregen und so weiter. Die lasse ich einfach mal drin. Leuchtstäbe habe ich jetzt auch. Super. Die tue ich aber hier rein. Die will ich nicht aufbrauchen. Die sind kostbarer. Die Eichen brauche ich jetzt auch nicht. Das Spinnnetz brauche ich jetzt nicht. Die ganzen Erze, da kann ich dann zum Ofen. Wir sind ja gerade beim Ofen. Wo wir doch gerade beim Ofen sind, genau. Was ist das denn? Ein Silberziegel. Nein, Silberziegel brauche ich nicht. Was haben wir denn hier unten noch so zu bieten? Silberbarren und Lettbarren. Also lassen wir mal um die ganzen Silberbarren. Gut, haben wir die Silberbarren. Und jetzt haben wir noch die Lettbarren. So, und noch die... Jetzt haben wir einen kleinen Amboss. Ach, ein Lettavel. Kann man bestimmt noch lustigere Sachen basteln damit. Gehen wir gleich am besten mal ein freies Plätzl. Hier steht erstmal genug. Was haben wir denn dann noch? Ja, Kupferbarren. Und den habe ich wirklich jetzt reichlich. Fehlt noch was. Gut. Und Led Apple haben wir schon, machen wir noch eine Rüstungsstatue. Statue. So, nicht Statue. So, weiter können wir jetzt hier nicht richtig viel basteln. Ich mache mal so ein Anywood Campfire noch. Das hau ich mal hier hin. Sieht lustig aus. Schönheitswohnung. Verschönerung. Das Mikro riecht mich auf. Gut. So. Dann war's das. Was ist das denn eigentlich? Living Wood Wall. Living Wood. Living Wood Plattform. Das ist jetzt einfach nur mit... Living Wood ist jetzt generell irgendwie was, wo ja einfach Ranken und Zeug noch dran ist. Laterne gibt's jetzt, eine Candle, Lampe, alles mögliche. Workbench. Eine Workbench davon haben wir uns auch noch hierher. Wir haben ja nicht genügend, wir hauen uns einfach noch was hierher. Super. Haben wir von allen etwas. Gut. Was können wir denn jetzt bei diesem schönen Amboss hier machen? Minecart Track. Mit Any Wood. Und Any Iron Bar. Aha. Könnten wir uns jetzt Schienen machen und LED Fans einen Zaun. Jetzt können wir noch Kupfer sagen, LED-Axt, LED-Hammer, Bogen, leerer Eimer, LED-Door, Heavy Workbench, die machen wir auch mal noch, die stellen wir uns, ich muss ja mal ein bisschen aufräumen, die stelle ich mir jetzt einfach mal hier drüben hin.
Oh, die sieht aber riesig aus. Gut. Was können wir uns denn noch machen? Jetzt kommt das Ganze. Das ist wirklich die ganze Crafting-Kiste zum Vorschein. Also jetzt haben wir hier Eisenkette. Plus 2 Bereich. Can be climbed on. Die mache ich jetzt einfach mal. Die Eisenkette. Die brauchen wir später noch, denke ich. Eine Toilette. Brauchen wir es einfach haben, machen wir es. Kronleuchter kann man machen, kann man alles machen. Brauchen wir aber keinen Kronleuchter. So, und deswegen machen wir jetzt von dem Kupfer einen Kupferhelm. Gut, und das war's. Mehr können wir zurzeit nicht machen. Dann haben wir hier den Holzhelm mal raus. Den können wir dann bestimmt wieder zurücktauschen. Wenn wir dann was an, wenn wir dann so einen Händler haben oder so. Gut, was holen wir uns denn jetzt hier an Gegenständen? Ich habe jetzt noch 17, das sind 6. Das ist ein Breitschwert. 11 Nahkampf, 9 Nahkampf, 4 Treffische. Schnell, mittlerer Rückstoß, schwacher Rückstoß. Also nehmen wir das Schwert. Und dann tät ich vielleicht noch einen schönen Bogen brauchen. Nochmal 7 gehen da drauf. Naja. Die Axt brauche ich. Oder eine Axt, einen Silberbogen oder eine Axt. Silberbogen hat jetzt 9 Fernkampfschaden. Der hat jetzt 4 Fernkampfschaden und 4 kritische Trefferchance. Durchschnittlich. Also wäre jetzt, ich mache jetzt mal noch so eine Axt. Das denke ich, das reicht. Habe ich jetzt noch eine Axt. Gut. Und weil wir einfach so cool sind, machen wir uns einen Kronleuchter. Machen wir oder nicht? Ich bin halt einfach mal so lustig und mach so ein Teil. Hängt aber schön von der Decke, schön weit unten. Na gut. Aber wir wollen ja nicht rummeckern. Also schön eingerichtet ist was anderes, ne, aber... So, wir geben uns mal an diese Workbench. Da kann ich jetzt anscheinend alle möglichen Formen von Statuen errichten, ja. Also in Farbe, ob es Zahlen sind, ob es Buchstaben sind. Wirklich das komplette Alphabet, ist das dein Ernst? Okay, also man kann wirklich das komplette Alphabet machen. Da werde ich mir wirklich mal hier Admog hinschreiben, irgendwie so. Okay. Also Zahlen und Buchstaben kann man hier errichten. Aber zu mehr ist diese Workbench auch nicht da. Also das enttäuscht mich jetzt nur zum Teil, aber gut. Was ist das jetzt? Ah, das ist jetzt genau. Für was war der Amboss hier gut? Ich bräuchte mal demnächst vielleicht noch eine Sawmill, also eine Sägemühle. Mit der ich dann Advanced Crafting weiter aus. Noch mehr Advanced Crafting machen kann. Gut. Aber es soll es erstmal so gewesen sein von der Seite her. Was ist das denn jetzt? Campfire. Live Regen is slightly increased. Ach, Live Regen is slightly increased. Interessant, verstehe ich nicht, aber ist gut so. Geht das überhaupt weg? Hallo? Was ist denn das für ein Unkraut hier? Überhaupt nicht weg.
Jetzt ist weg. Na, geht doch. So, jetzt brauchen wir noch die Dreckblöcke. Hier haben wir noch ein LED-Ohrteil. Okay. Gut. Wäre das auch ordentlich eingerichtet hier. Die hier tue ich jetzt einfach mal beseitigen, die brauche ich jetzt eigentlich nicht. So, und hier baue ich nochmal zu. Gut. Die Heavy Workbench setze ich hier hin. Bitte. Nein. Soll alles genau nebeneinander. Ich muss es mit der Präzision ja so haben. Genau so. Und jetzt nehme ich den Amboss von der Dream. Und die Workbench. Und klappe die hier hin. So. Perfekt. Den Kronleuchter brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt da drin. Du Dream. Oder doch. Oder ich hau ihn hier so über die Workbench drüber. Man kann ihn ja. Das sieht doch kompakt aus. Und dann setze ich da mal noch eine Fackel hin. Zack. Jutta, hätte ich das erstmal so eingerichtet. Und jetzt geht's an das, womit ich eigentlich angefangen habe, mit dem Kisten einräumen. So, die Granaten, die ich jetzt mal drin lassen. Die Toilette müssen wir auch noch setzen. Wir brauchen eine Toilette, ne? Toilette ist wichtig für den Stuhlgang. Die machen wir genau neben dem Campfeuer, dann haben wir mal einen schönen warmen Hintern. So. Was haben wir noch? Die Eisenkelle. So, jetzt gehen wir erstmal hin zur Truhe. Die machen wir zu. Nee, auf. So, jetzt machen wir das, was wir. Die Eisenkette. Nein. Kupfererz. Nein. Kupferbahn. Komm, nein. Wuttenhelm. Komm rein. LED-Ohr. Rein. Die Holzwand. Die tun wir dann nachher noch platzieren. Headstone. Hauen wir dahin. Den platzieren wir mal noch. Den hauen wir hier. Das ist der Türsteher. Ach nee. Leute, das muss nun wirklich nicht sein. Und jetzt kann ich ganz einfach mein Haus zurückkehren. Hallo? So, jetzt wurde schon nochmal getötet. Ist ja ganz schlecht. Vor allen Dingen, weil die Viecher jetzt in meinem Haus rein sind. Ach komm, nee, oder? Das muss jetzt nicht wirklich sein. Diese scheiß fliegenden Fische machen mich hoch alle hier. Ach komm, nee. Machst du ja zu. Ja. Weg. Atmok wurde um die Hälfte gekürzt. Na, so recht haben sie da nicht. So, der Obelisk. Oh, jetzt habe ich einen Obelisk. Den platzieren wir natürlich dann auch noch irgendwo. Aber hauen wir erstmal in die Truhe. So, wenn wir das denn hier drin haben. Schauen wir mal, was wir noch weiter brauchen. Weiter nett brauchen, eher gesagt. Strahlentrank. Die ganzen Tränk und solche. Ich habe da hier die Pilze zum Essen. Ich denke, das muss reichen. Und die Tränke brauche ich eigentlich so. So nicht. Also die sammle ich eigentlich gerne. Und wenn es aber nicht so oft an. Dann hauen wir die erstmal hier rein. Die nehme ich eigentlich ohne. Also hauen wir die auch hier rein.
die Saat, die wir jetzt gesammelt haben. Gab es auch eine Saat oder so? Irgendwo. Ne, schnell. Brauchst du noch solche Saat fürs Blasrohr? Ah ja, dies. Ja, die Saat. 24 Stück habe ich da. Dann habe ich ein schönes Blasrohr, agil. 3% kritische Trefferchance noch drauf. Plus 11% Tempo. Und dann schwacher Rückstoß, sehr langsam, aber hier, ne? Und nun geht's weiter. Dann haben wir hier das Blasrohr, wie schon gesagt. Ja. Soweit hätte ich das dann eigentlich alles eingerichtet. Jetzt müsste ich nur noch über diese Waffe entscheiden. Das Kurzteil hier, die Fischingrode, nehme ich mal mit. Das tausche ich mal aus gegen das und die tauschen wir auch aus. So, dann haben wir das hier rüber, das brauchen wir auch nicht. Die Granaten tun wir hier rein. Machen wir das hier hin. Und die Holzwand. Die platzieren wir mal noch und das Blasrohr tun wir dahin. Gut. Thank you.
Mach ich nicht. Na. So, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich mal eine Zeit lang nicht geredet. Weil ich jetzt hier einiges machen musste, die Monster alle killen oder was. Haben wir das alles fertig? Gut. Jetzt geht's an die Bäume, die hier zu zahlreich, die hier sehr zahlreich sind. Und da macht sich die neue Axt ja sehr gelegen. Wie ihr schon gerade eben gesehen habt, kam die sehr gut an bei den Monstern. Zumindest meiner Seite nach. Von meiner Seite her. Habe ich jetzt selbst bei Slimen kein Problem mehr. Das sind da ein paar Schläge und dann sind die weg. Genauso wie bei Zombies mit dem Schwert. War es also eine gute Entscheidung, dieses Silber dazu zu verwenden. Jetzt wollte ich erstmal sehr viel Holz gewinnen für meine restlichen Wände, die ich noch gemacht habe. Oder die ich noch brauche. Meine restlichen Wände, die ich noch brauche. Dann kriege ich noch ein bisschen Glibber, kann ich mit dem restlichen Holz dann noch Fackeln machen. Das trifft sich super. So, siehst du, höre ich sogar schon Vögel. Und weiter geht's. Der Tag hat gerade erst begonnen. Da fliegt ein Vogel. Und dann werde ich hier auch mal wieder Bäume pflanzen. Nachdem ich hier fertig bin und Unmengen von Holz gesammelt habe. Na komm. Gibt es ja hier allerhand von Bäumen, große, kleine, mittlere. Ich habe auch schon gespielt, da waren die dann wirklich riesig. Da gibt's dann wirklich, das hat dann zwar lang gedauert, die zu fällen, aber die waren dann schon im Durchschnitt so groß wie die. Ist das ein Kolibri? Butterfly, ach ne. Was? Schmetterling ist doch nie so groß, die muss ich mal die Proportionen anschauen. Die machen das Karnickel so klein und dann den. Also so, das Karnickel so groß und dann den Schmetterling noch größer oder genauso groß. Müsst ihr euch mal den Größenvergleich reinsehen. Aber gut, wir sind ja in einer Welt mit endlosen Möglichkeiten. Es gibt ja sogar Slimes. Go. Gut, da kann man sich, sollte man sich also nicht mit solchen Proportionen auseinandersetzen, da die schlecht getroffen sind, weil sonst würde man die Dinger ja eigentlich gar nicht sehen. Gut, haben wir das Problem getroffen. Wenn man die nur so klein machen würde, ja, dann wären die ja zu ganz gut zu übersehen, ja. Ja, komm, du störst gerade bei der Arbeit. So, dann habe ich jetzt auch einige Kupfermünzen noch gesammelt. Ein bisschen Saat brauche ich auch für mein Blasrohr. Also ich meine jetzt, dass die wirklich alle so riesig waren. Also durch die Reihe weg, da solche riesen Bäume hier. Sowas ist dann schon schön. Wenn man da wirklich sehr, sehr viel Holz rauskriegt. Und dass sie jetzt, sie haben es jetzt anscheinend auch begrenzt. Früher war es dann so gewesen, dass man hier 250er Stacks hatte. Jetzt sind die Stacks anscheinend ein bisschen größer. Wahrscheinlich ich hier oben schon 463 und jetzt 68 Holz habe. Das ist sehr gut gemacht. Da braucht man nicht so viel Platz in den Kisten, damit die Zeug da verschwenden. Und falls ihr das wieder gehört habt, das war mir vom Handy. Ich hoffe mal, dass es nicht gehört wurde. So, alles kahl geschnitten hier, gehackt, kahl gehackt, klein gehackt, klein gehäckselt. So.
Da sind die nächsten Bäume. Ja, das muss eigentlich auch mal sein. Ich kann nicht in jedem Part hier irgendwie satte Action, also satte Action jetzt in Anführungsstrichen, bei Terraria gibt es jetzt nicht so oft satte Action, außer wenn man jetzt mal hier übelste Bossfights macht und so weiter. Was aber erst demnächst später kommt, wenn man hier irgendwelche Bosse mal findet. Jetzt habe ich mal so einen Purple Slime. Die sind relativ zäh. Aber auch den kriege ich klein. Mit der neuen Axt ist alles möglich. Nicht alles, aber vieles. Habe ich jetzt wieder ein wenig übertrieben. Gut. Und wieder der nächste Slime. Baum. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem. Zu unserer Höhle. Zeug. Hier. Saat brauchen wir noch ein bisschen. Und die Saat sammelt man aber auch nur, wenn man halt so ein Blasrohr hat. Und jetzt mache ich mal weiter. Mein NPC hat sich da unten verkrochen. Ich mache jetzt mal hier rüber. Hier rüben seht ihr schon eine größere Höhle. Hier ist eine schöne Blume. Aber die kann ich nur mitnehmen, wenn ich einen Hammer auspacke. Und das will ich jetzt nicht machen. Da oben sind auch noch größere Gräser. Zeug. Diese ganze Kletterei und so hier, das muss einfach sein. Oh, ein Wurm. Das war ein Wurm gewesen dort. Falls ihr den gesehen habt, da war ein klitzekleiner Wurm. Richtig lustig. Wurmling, so. Ja. Ich komme da dann nicht so schnell wieder hoch, ne? Deswegen würde ich jetzt einfach mal das Dumme machen und mich hier durchgraben. Sehr lang, denke ich, hoffe ich, dass das nicht dauert. Steine brauche ich aber alles nicht. Da unten seht ihr jetzt auf der Karte, wenn ihr mal auf die Karte oben schaut, seht ihr mein ganzes schon erkundetes Höhlengebiet hier. Was man halt jetzt sieht bei der Karte immer, wo man überall schon war, was noch unbekannt ist und dass man dann auch schneller herausfindet, wo es mal was Neues sein könnte, wo man jetzt noch nicht war. Habt ihr jetzt hier mal, ich mach das jetzt mal größer. Ah, ne, kann ich halt nicht. Dann müsste ich Escape machen und die große Karte hier. Dann seht ihr, hier unten war ich überall schon. Ist jetzt zwar nicht so detailreich gehalten, aber oh, lustig. Die ganzen Bäume, die ich abgeholzt habe, sind alle da dargestellt. Also so ungefähr sieht das ganze große Höhlengebiet aus, was ich schon erforscht habe. So, weiter geht's. Das wird eigentlich eine Eintagesexkursion hier. Da unten sehe ich schon wieder eine Kiste. Genau deswegen will ich da runter. Weil ich mir von da unten einiges verspreche, einige Erwartungen habe. Und man muss manchmal auch einfach mal Umwege gehen, um zu irgendwelchen tollen Entdeckungen zu kommen hier. Das seht ihr, weil ich mich durch einen halben Berg hier durchbuddel, um jetzt zu so einer kleinen Höhle zu kommen, weil ich nicht hier oben dieses ganze Kletterer, den ganzen Klettermist mitmachen will. So, jetzt haben wir hier mal eine schöne Fackel hin. Hat ja gar nicht lange gedauert, ne? So. Was haben wir hier für ein Gläser? Das sortiere ich jetzt alles mal so, dass es dann schnell wieder auszusortieren geht. Rope kriegt man hier viel. Und diese Tränke. So. Dann nehmen wir noch die Kiste mit. Die eine machen wir wieder weg. Hier
unten sieht es schon wieder nach größerem Höhlenabschnitt aus. Dann gucken wir doch einfach mal, was das hier uns verspricht. Oh, Kupfer. Könnte ich mir dann schon fast eine komplette Rüstung anlegen, oder? Ach nee. Erstmal das nächste Teil, das Oberteil. Das frisst dann wieder den nächsten Kupfer. Und dann habe ich, glaube ich, demnächst dann eine komplette Kupferrüstung zur Verfügung. Na komm. So. Und mehr Fackeln bräuchte ich dann auch. Oh, jetzt ein gelber Slime. Und Sand ist hier. Dann nehme ich doch gleich mal was mit. Mit dem kann ich mir dann Glas machen. Ist ja wie in meinem Minecraft. Also wer Minecraft gespielt hat, der findet hier einiges wieder. Bloß man hat hier im Gegensatz zu Minecraft jetzt nicht so viele begrenzte Möglichkeiten. Wir wissen ja ungefähr, also wer Minecraft spielt, weiß ja ungefähr, was es so insgesamt an Items gibt. Dass es da jetzt keine so große Auswahl gibt, wenn man jetzt nicht gerade Mods hat, weiß man. Aber hier ist es wirklich so, dass man wirklich fast alles Mögliche craften kann. Das ist jetzt schon mit alles Mögliche, ist zwar auch schon wieder übertrieben, aber es gibt wirklich zahlreiche Möglichkeiten, die wirklich, wo jeder was hat, wo für jeden was dabei ist, mindestens. Es ist einfach sehr facettenreich, um das jetzt mal in professioneller Sprache auszudrücken. So, dann würde ich einfach jetzt mal hier rüber machen. Oh, haben wir wieder Spinnennetz. Ich sehe mein Bett schon vor mir. So, da oben ist dann Wasser. Wenn ich das jetzt rauslasse, dann gehen meine ganzen Fackeln drauf, aber was soll's. Na komm. Na, es geht nur eine Fackel drauf. Wasserpegel wird erhöht, der Slime kann hoch. Und es war das alle. Und ein zweiter Krug wird freigelegt. So, gut. Muss ich bloß noch hier hochkommen. Auch wenn diese ganzen Terraria-Parts jetzt immer so sehr lange dauern sollten. Ich versuche hier wirklich was zu erreichen, wenn ich hier auch in manchen, ich will ja wirklich alles zeigen, was ich mache. Oh, jetzt sind wir wirklich schon im Höhlenteil, weil dieses jetzt kommt. Auf jeden Fall möchte ich ja wirklich jetzt nicht alles hier, irgendwelche Sachen hier alles hinter der Kulisse machen, sondern euch wirklich zeigen, wie die Dinge laufen. Und zeigen, wie ich zu meinen ganzen Errungenschaften hier komme und so weiter. Deswegen will ich hier nicht irgendwie was vorspulen, sondern zeige euch wirklich die komplette Geschichte hier. Jetzt haben wir schon wieder Silber, das heißt, wir können uns dann demnächst wieder was bauen. So, na komm. Haben wir hier mal noch, gibt es hier noch irgendwo was? Nö. Brauche ich jetzt auch keine Fackel hinsetzen. Dann gehen wir da mal mit hier drauf. Na komm. Immer nur 5 oder 3 Leben abzuziehen, das dauert ein bisschen lange, weißt du, ja. Na komm. Und bam. Na komm. Jetzt. Okay, das war falsch. Falsche Entscheidung. Runtergehen ohne Leuchtstäbe. Habe ich jetzt welche mit? Ja.
Oh, jetzt ist Nacht. Es wird ja lustig unter Wasser. Die kann man ja jetzt nämlich hier hinwerfen. Dann sieht man, was hier unter Wasser abgeht. Aber ich muss jetzt öfters mal auftauchen. Ich werde jetzt einfach mal hier drüben das einschneiden. Damit das ganze Wasser hier runter macht. Damit ich wenigstens hier Luft kriege. Und alles füllt sich, senkt sich ab. Gut. So regelt man solche Probleme hier mit dem Wasser. Na komm. Wird da wohl nicht so schwer sein, jetzt den Rest des. Das Restliche kannst du jetzt aber auch noch weg. Ich will jetzt hier eine Fackel hinsetzen. Na komm. Dann mache ich den Block hier eben auch noch weg. So. Dann kann das komplette Wasser dann weg. Dann baue ich jetzt hier noch einen Block hin. Dann ist ja nichts mehr. Ach, wie lange dauert denn das mit dem Wasser? Ne, komm schon. Oh, wir haben den ersten Herzkristall gefunden. Seht ihr das hier hinten? Wo ich jetzt mit meinem roten Cursor bin, müsst ihr da hinschauen. Das ist ein Herzkristall, den ihr da seht. Und da sind Leuchtwurzeln. Die kann man ernten und dann kann man die neu pflanzen. Na komm, aber das Wasser könnte sich jetzt schon wirklich langsam mal absenken hier. Dann baue ich derweil eben mal das Kupfer hier ab. Bleibt jetzt nicht ernsthaft da oben drauf, oder? So, jetzt ja. Na, geht doch. Wiederbelebungstrank habe ich jetzt ja. Und hier unten ist ein Goldfisch. Habe ich da unten noch so einen Leuchtstab hin? Okay, also diese scheiß Wasserfälle gehen mir echt auf den Geist. Da oben ist jetzt noch ein Hohlraum. Na komm, mach dich durch. Und da sehe ich schon wieder meine geliebte Erzvorräte, meine geliebten Erzvorräte hier an Kupfer. Der erste Zombie ist auch auf Anmarsch. Aber vor dem muss ich mich jetzt nicht mehr fürchten. Habe jetzt meine neue schöne Axt und mein Schwert. Oh, da kommen wir in den nächsten Hohlraum. Ob es da noch was gibt. Ja, einen Krug und zweimal Erz. Und dann müssen wir noch unten hin und noch diesen Herzkristall. Und dann ist der Part eigentlich so weit schon wieder alle. Oh, jetzt kommt er hoch. Und weg. Und weiter geht's mit der Arbeit. Schon. So lange kann es doch nicht dauern. Na komm, jetzt gehst du aber drauf. Jetzt habe ich keinen weiteren Bock mehr auf dich. Na, habe ich dann sowieso. Oh, ich habe ein Herz bekommen.
Oh, hier ist nochmal ein LED-Ohr. Hier oben. Lohnt sich doch immer, Höhlen zu erkunden. Also wenn ich euch sage, also Höhlen erkunden, wirklich keine sinnlose Zeitvertreibung, sondern bei Terraria findet man da wirklich immer was. Egal was, man findet immer was. Wenn man halt was Bestimmtes sucht, wie irgendwie Gold oder so, das gibt es ja auch noch. Oder Emerald und irgendwelchen Zeug. Irgendwas. Es gibt ja alles Mögliche. Dann muss man ja wirklich in besonderen Tiefen suchen. Es gibt dann irgendwann auch so eine... Ach nee, ich will noch nicht vorweggreifen. Auf jeden Fall, wenn man einfach nur mal so zum Spaß, an der Freude hier ein paar Rohstoffe zusammenkratzen will, in die Höhle gehen, Spaß haben. Da ist man so ungefähr 3 Nächte lang beschäftigt hier, bis der Inventar dann langsam mal voll wird. Wenn man es immer das Unwichtige raussortiert und das Wichtige da lässt. Gut, dann haben wir hier oben nochmal Silber. Ab einer gewissen Tiefe weiß man auch dann nicht mehr, ob Tag oder Nacht ist, da dann eine Höhlenmusik ertönt. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, dann haben wir hier mal noch einen Leuchtstab hin. Ich habe jetzt eigentlich irgendwie gar keinen Bock, da unten zu hantieren, aber da unten ist halt, nein. Es kommt schon wieder so ein scheiß Wurm. So. Man muss hier immer einen Ton anhaben. Ohne Ton hört man hier nicht, wann irgendwelche Viecher kommen. Es ist sonst nicht gerade von Vorteil, wenn man hier dann einfach mal aus nächster Nähe. Und Luft holen. Und wieder runter. Es gibt dann auch ab einem gewissen, wenn man das gefunden hat, so ein Ding, da kann man unter Wasser atmen, so eine Taucherglocke. Es gibt dann auch irgendwelche solche großen Weltmeere oder nicht Weltmeere, aber Meere halt. Oder großen, etwas größeren Gewässer. Wieder mein Handy hier. Schön, dass mich jemand beim Let's Play unterbricht. So, da unten ist nochmal LED-Ohr. Ach nee, da müsste ich mir jetzt mal. Nee, jetzt kommt nicht ernsthaft so ein Dämonenauge kommt jetzt nicht ernsthaft hier runter, oder? Nein! Oh. Nein! Ich brauch doch mein Leben. Verdammt, nee. Nein! Das war jetzt ganz schlecht. Das ist jetzt wirklich gerade ganz, ganz schlecht. Muss das immer so knapp sein? Nee, du kommst jetzt mir nicht hier hoch. Wenn, dann schon stehe ich mit der Axt bereit. Wenn du jetzt hier hochkommen willst. Ich will aber auch nicht unbedingt runter, aber. Genau, so ziehe ich dir immer was ab. Und dann tust du mir auch nicht weh. Na komm schon. Ich will nicht extra weiter runterkommen. Ich weiß nicht, wie viel das Ding mir abzieht. Das leckt jetzt aber ganz schön, ne? Was? Natürlich würde mir meine Arme weggerissen. So, na gut. Ich wollte jetzt aber eigentlich noch dieses, ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal so leckt. So, jetzt geht's wieder. Auf jeden Fall wollte ich ja noch diesen Herzkristall holen.
wenn das hier diesen Part jetzt noch so viel verlängern sollte. Den nehme ich mit. Ein bisschen Salz einsammeln für mein Blasrohr. Pusterohr ist der Rat. Pusterohr ist ein Blasrohr, ist ein Brüller hier. Der hat ein Blasrohr, ey, geil. Ja, gesagt, das ist ein perverser Witz, na gut. Gut. Lauf, lauf, lauf. Ich will zu meiner Höhle. Und da ist sie auch schon. Hier habe ich mal noch eine Fackel hin, das sieht immer so düster aus hier. Jo, Digga, ich schau mal wieder vorbei. Ich könnte ja auch mal. Okay, ich müsste ja hier drüben lang. Ich bin ja normalerweise, sollte ich ja. Was ist das denn? Was haben die solche anderen Grave-Dinger gemacht? Grave Cross oder sowas. Jetzt mache ich hier hoch. Und dann gelange ich in die andere Höhle. Nein, das alles jetzt nicht hier runter, sondern da hoch. So, da ist noch Kupfer, ach Manu. Ab runter Kupfer holen. So, und dann geht's da endlich runter in die ersehnte Höhle. Wo ist den? Oh, war schon. Alle mein Kupfer. Nochmal schönes Kupfer. Und Leadohr ist das auch noch, oder? Sehe ich das nur falsch? Nee, ist schon so. Da haben wir noch ein bisschen Leadohr. Und dann müssen wir doch endlich mal in diese Höhle rein, wo dieses Kristallherz war, damit dann auch demnächst dann die Alte kommt, die Krankenschwester, und uns hier ordentlich mal einen Einlauf macht. So, ne, einen Einlauf wollen wir natürlich nicht. Da ist es. Das muss ich jetzt festhalten. Auf einem Screenshot. Das funkelt sogar. Da habe ich Druck, glaube ich. Genau. Oder hier gibt es, glaube ich, auch Screenshot. Tasten. Na gut. Jedenfalls habt ihr es jetzt gesehen. So sieht ein Kristall aus. Ich kann es nochmal perfekt ausleuchten hier. So, gut. Dann machen wir das Ding mal kaputt. Ein Lebenskristall. Und was passiert, wenn wir den nehmen? Können wir jetzt hier rein. Ja, genau. Den nehmen wir jetzt hier rein. Dann haben wir in der Hand. Und dann 20! 20 mehr! Super! Wir sind jetzt der Oberbabu 2.0, weil wir jetzt 20 mehr Herzen haben. Yay! So. Oh. Jetzt fängt schon die lustige Underground-Musik an hier. Oh, 800 Holz. Na, das ist doch. Lässt sich doch was anfangen mit. Was haben wir denn da Feines?
wäre jetzt meine Frage, ob ich das jetzt. Nee. Das mache ich im nächsten Part. Das wäre es erstmal soweit von mir. Bis zum nächsten Part bei Terraria. Also bis zum nächsten Mal bei Terraria. Aber gut so.